Hallo, wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Christian Walter von Tradevola und wie jede Woche haben wir einige interessante Themen für dich vorbereitet rund ums Trading. Das kann von plattformrelevanten Themen bis zu interessanten Trading-Setup alles sein. Würde mich freuen, wenn du dich direkt hier zu unserem Kanal abonnierst, dass du auch in Zukunft keines der Themen verpasst. Und jetzt schauen wir direkt mal auf den Screen, was wir heute vorbereitet haben. Ja, nachdem wir letzte Woche über den Wert OGI gesprochen hatten und hier ein extremes Volumen schon entdeckt haben, bevor der Wert überhaupt die 3-Dollar-Marke erreicht hat, ist dann diese Woche wirklich dieser Ausbruch gelungen oder besser gesagt ein extremer Anstieg gefolgt, der hier heute in der Spitze bis über 6 Dollar gelaufen ist. Und ja, jetzt fragen sich viele, wieso ist das Ganze heute 23 oder 28% jetzt aktuell im Minus? Da werden Sie wenig News dazu finden. Es hat sich jetzt nichts von heute zu gestern groß von der Nachrichtenlage geändert, aber genauso war das jetzt ja, im Vergleich gestern zur letzten Woche. Das heißt, die Werte waren oder die Zahlen sind bekannt, die Story dahinter ist bekannt. Und ich glaube, der Knackpunkt hier ist es, um es auf den Punkt zu bringen, dass einfach der Wert zu schnell, zu hoch gestiegen ist und dann folgen natürlich Gewinnmitnahmen. Und dann haben wir genau solche Szenarien wie heute, dass natürlich dann das wie so eine Lawine oder wie so ein Schneeball ist. Da kommen einige Leute dann noch hinterher, die auch ihre Gewinne mitnehmen. Und wir werden das dann später noch an weiteren Beispielen sehen. Ich vermute sogar, dass es noch ein Stück weiter runtergeht, weil es einfach viel zu schnell zu stark gestiegen ist. Wenn wir mal den Tag nochmal hernehmen, den 3. Februar, wo alles eigentlich mit dem Volumen begann, da waren wir bei 2 Dollar. Heute, sag mal, 8 Tage später sind wir bei über 6 Dollar. Das sind natürlich Anstiege, die einfach zu schnell und zu steil jetzt waren, als dass sich das in der Form fortsetzen kann. Alles andere, glaube ich, ist in der Form ja soweit bekannt gewesen. Das heißt, egal welchen dieser Werte wir hernehmen, sind ja, glaube ich, momentan immer diese drei großen kanadischen Cannabis-Titel, die diskutiert werden. Das heißt, OGI, SNDL, also Sundial Growers Incorporation. Und der letzte Wert, der hier noch zu nennen ist, mit dem Symbol TLRY, haben eigentlich alle ähnliche Szenarien. Gut, bei TLRY sind es sogar heute fast 50%, den der Wert nachgegeben hat. Aber im Prinzip ist es bei allen eine ähnliche Geschichte. Keiner der Werte ist momentan profitabel. Das heißt, es ist eher so die Fantasie oder der Ausblick, dass natürlich die ganze Cannabis-Politik zumindest in Nordamerika weitere Legalisierung bringt in weiteren Staaten, also nicht nur in Kanada und in den 15 Staaten, wo wir es jetzt in den USA, glaube ich, schon legalisiert haben. Da ist natürlich noch einiges Potenzial vorhanden von anderen Staaten, die hier nachziehen. Und nachdem hat sich da von der Nachrichtenlage jetzt nicht wirklich etwas geändert. Meines Erachtens ist es wirklich hier der Anstieg, der zu schnell, zu weit nach oben ging. Und da haben Sie ja in den letzten Wochen die besten Beispiele. Da können wir einfach in die Titel gehen, die wir, glaube ich, auch in den letzten Wochen genau hier bei den Videos häufiger mit thematisiert hatten, ob es jetzt der Wert AMC ist. Da können Sie ja mal schauen. Der ist alleine in den letzten 2 Wochen, glaube ich, um mehrere 100% gestiegen, bis er jetzt wieder zurückkommt auf das Niveau, ja, wo er prinzipiell eigentlich ausgebrochen ist. Wobei man auch sagen kann, hier, wo es so richtig begann, war ja vielleicht der 15. oder 19. Januar, da waren wir bei einem Niveau von 2, 3 Dollar. Jetzt hält sich das Ganze so um die 6 Dollar. Das ist immer noch ein guter Zugewinn. Aber alles, was dazwischen zu sehen war, ist einfach eine Übertreibung gewesen, die logischerweise auch wieder korrigiert wird. Und das haben wir ja als Schablone, als Template, kann man sagen, schon bei einigen Titeln in der letzten Woche gesehen. Der wohl populärste hier ist natürlich GameStop, wobei da noch ein paar andere Dinge mit einer Rolle spielen. Aber ich glaube, der zeigt eigentlich am besten, wie solche Übertreibungen nach oben zuerst zustande kommen. Und dass das dann irgendwann sich wieder normalisiert, ist, glaube ich, oder steht außer Frage, weil dafür ist die Story dahinter oder die Zahlen dahinter noch nicht ausreichend, dass solche Gewinne in so kurzer Zeit dann auch gehalten werden. Das sind einfach,
ja, extreme Werte, extreme Spekulationen, wo natürlich dann auch schnell mal einiges an Gewinn mitgenommen werden kann. Aber wenn man von solchen Titeln natürlich dann langfristig überzeugt ist oder da auch sagt, okay, langfristig sehe ich da eine gute Chance, dann muss man immer darauf achten, dass man natürlich nicht in dieser Euphorie, wo jetzt der Wert schon 200, 300% gestiegen ist, irgendwo mit reingeht, sondern dass man natürlich dann günstige Kurse nutzt oder halt einfach sagt, okay, das ist mir jetzt zu teuer, ich warte, bis das wieder nach unten kommt, und dann vielleicht auch langfristig eine Position mit aufzubauen. Alles andere ist natürlich, ich will nicht sagen, schon in gewisser Weise dann ein Stück weit zocken, wenn man dann an den Höchstkursen versucht, so mit reinzugehen, weil die Gefahr natürlich für Korrekturen in der Form sehr, sehr groß ist. Und neben GameStop und AMC haben Sie sich vielleicht auch von Ihrem jeweiligen Broker noch eine Liste bekommen von anderen Werten, wo auch spezielle die Margin-Anforderungen, egal ob für Long- oder Short-Trades, sehr stark erhöht wurden. Und die haben eigentlich alle fast den gleichen Verlauf. Extreme Übertreibung innerhalb von kürzester Zeit, teilweise manchmal nur eine Woche, mehrere 100%. Und dann ist das Ganze auch noch viel, viel schneller wieder zurückgekommen, kann man sagen. Das hat man in den letzten Jahren in dieser Häufigkeit, muss man natürlich sagen, nicht gesehen. Das ist natürlich auch auf einige Punkte, zum einen jetzt vielleicht auch Reddit oder andere Foren mit zurückzuführen, wo solche Werte auch mal gepusht werden können. Aber das führt natürlich genau dann zu diesem Chartbild, was wir auch hier bei Express Incorporation sehen, wo Werte so schnell wieder zurückkommen auf das alte Niveau. Und das sollte man sich, glaube ich, immer ganz wichtig vor Augen führen, wenn man in so einen Wert investiert ist. Also egal, ob Sie es jetzt mittel- oder langfristig sehen, wenn Sie natürlich eine Chance haben, dann ein, zwei Tagen 100%, 200% mitzunehmen, dann würde ich das oder sollte man das natürlich in der Form auch realisieren und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal reingehen, wenn sich etwas beruhigt hat. Aber im Prinzip ist es halt immer wichtig, dann nicht nach einem Anstieg von 200, 300% noch am Hochkurs versuchen, irgendwo Positionen aufzumachen, sondern da eher die Ruhe zu bewahren und vielleicht auf andere Chancen zu warten. Und ja, der letzte Wert, den ich hier, die letzten zwei Werte, die ich Ihnen vielleicht noch in diesem Bereich zeigen möchte, ist auch hier Cost Corporation, war auch noch so ein Titel, wenn wir schauen, von $10 an der Spitze auf 120. Und auch wenn Sie sich die Kerzen anschauen, das ist einfach, ja, man muss ja hier nicht ein großer Charttechniker sein. Man sieht, dass das in der Form eigentlich keine normalen Bewegungen sind. Und wenn wir nochmal zurück auf den Bereich der Cannabis-Aktien kommen, hier mit SNDL, empfehle ich halt generell, egal bei welchen Werten, natürlich auch immer wirklich einen langen Zeithorizont zu betrachten, weil da sehen Sie schon diese Kerze, das ist jetzt eine Wochenkerze, also das ist die aktuelle Woche. Das sind einfach Bewegungen, die es in der Form so extrem bei dem Wert eigentlich noch gar nicht gab. Und dann ist es auch irgendwo nachzuvollziehen, dass natürlich da Korrekturen hier auftreten. Das gleiche bei OGI. Ich sag mal, jeder Anstieg, auch wenn er etwas länger dauert, nimmt eigentlich ja, ruhiger Bahnen oder ruhige Formen an, als dass wir hier in einer Woche 600, 700% haben und die auch halten werden. Das habe ich in der Form in der Vergangenheit ja vielleicht mal bei ganz einzelnen Pharmafirmen gesehen oder Biotech-Firmen. Da waren es aber meistens dann auch Gaps, wo wirklich eine Nachricht dahinter stand. Hier ist es wirklich so, dass wir jetzt keine veränderte Nachrichtenlage haben, dass einfach Übertreibungen wieder korrigiert wurden. Und ja, nachdem wir jetzt, kann man sagen, jede Woche eigentlich einen anderen Bereich haben, bin ich mal gespannt, was die nächsten Werte, die nächsten Bereiche hier sind. Von daher verpassen Sie keines der nächsten Videos. Subscriben Sie bitte hier zu unserem Kanal. Ich würde mich freuen, Sie auch bei den nächsten Videos wieder mit begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.